Seit dem 13. Jahrhundert lebt Mullah Nasruddin überall und nirgendwo. Er ist mal schlau, mal dumm, zeitweise hinterlistig, närrisch und tölpelhaft, aber immer wieder weise. Auf seinem Esel reitet er durch die Welt und sagt den Menschen das, was sie nicht hören wollen. Als Nasruddin zum ersten Mal in Damaskus ankam, begegnete ihm unter dem Stadttor ein Gelehrter, der mit stolzer Würde einherschritt, niemanden eines Blickes würdigte und im Vorbeigehen Nasruddin beinahe mit seinen Schriftrollen erschlug. Nasruddin konnte nicht anders, als diesen Mann zu grüßen. Der Gelehrte blieb stehen, drehte sich um, betrachtete den Mullah von oben bis unten und fragte ihn: »Kennst du mich?« »Nein, Effendi. Warum grüßt du mich dann?« »Entschuldige meine Dreistigkeit«, erwiderte der Mullah. »Würde ich dich gekannt haben, hätte ich mir den Gruß gerne erspart.«